Herzlich willkommen zurück bei Pokémon. Angekommen im neuen Teil der Naturzone in der letzten Folge, nachdem ich 6 Tage lang versucht habe, Nebulok zu fangen. Was ich nachher auch geschafft habe. Es wollte einfach nicht und ja, es hat mich sehr viele Items gekostet. Wenn ich allerdings auch hätte das Pokémon Camp aufschlagen können. Ja, komm, nochmal. 7 Mal, das reicht mir. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite, auf dem Weg zu Claw City heißt es, glaube ich. Das ist da hinten. Da kann man so ein bisschen den Turm sehen. Und da ist die 4. Arena. Bundlebee. Ach ja, Monte Carlo, genau. Das ist die Weiterentwicklung von dem Waggon. Und es sieht schon nicht verkehrt aus. Das Vieh ist Level 40, sehe ich gerade. Ich weiß gar nicht, bis was ich fangen kann. Ich glaube, bis 35. Teerschuss ist eine Attacke, die habe ich gelernt. Die verursacht, dass meine Gegner anfällig werden gegen Feuerangriffe. Ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Gerade bei einem Vieh, was Gestein und Feuer ist. Oh. Wechsel dich. Ich kann es eh nicht fangen, da kann ich es auch besiegen gerade. Sehr schön. Ich glaube, ich kann es nicht fangen. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Ich gucke lieber nochmal nach. Okay, bis 50 gehorchen sie mir und bis 35 kann ich sie fangen. Sehr gut, sehr gut. Relaxo? Ach, warum nicht, ne? Warum nicht? Es wirkt extrem stark. Das heißt, Level 40, über 40, 50, sowas. Ja, 36 geht, aber ich probiere mal Teerschuss aus. Na dann. Ja, das ist zwar sehr effektiv, aber wirklich viel bringt das auch nicht. Ich bleib, glaube ich, bei dem gerade bei Felswurf. Sollte eigentlich schon gut Schaden machen. Wenn es nicht gerade zweimal trifft. Verdammt nochmal. Okay. Ich habe das Gefühl, ich sollte mein Vieh wechseln. Relaxo, was habe ich denn dabei? Garados macht das schon. Garados ist nicht verkehrt. Ich weiß doch gar nicht, was die 4. Arena eigentlich für eine Art hat. Für ein Element. Wir hatten ja bis jetzt Pflanze, Wasser, Feuer und jetzt... Ich weiß nicht mal, ob sie es gesagt haben. Ich habe nicht aufgepasst. Ich konnte noch nicht einmal eine Attacke auswählen. Ich bin schon zur Hälfte tot einfach. ja. Heilige Scheiße. Ja, ist doch okay, Alter. Ganz ruhig. Nuzzlrife ist nicht... ist verkehrt, das ist... ziemlich stark sogar. 1000... Nicht verkehrt. Ich muss es aber trotzdem nochmal heilen. Nein. Also. Einmal brauche ich... das hier. Und das hier.
Sehr gut, den Rest mache ich mit normalen Tränken. Ich glaube, ich könnte Garados sogar wieder an die... Ich mach mal Chimpsix an die erste Stelle, damit das mal... Oder? Ich bleib mal bei Monte Carlo. Ich guck mal, was hier für Pokémon-Arten rumlaufen und dann... Was bist du? Was bist du? Ey, geh weg, dich. Was bist du? Was ist das? Ach, das ist scharf. Ah, Wolli. Hat sich das eigentlich schon? Ja. Gut. Sneebel. Haben wir hier. Wir haben. Das Ding. Simvolara. Es wirkt extrem stark. Das wollen wir doch mal sehen. So wie das aussieht, schätze ich mal Psychoflug. Definitiv Flug. Ja, komm, hau 5 Stück raus. Nee. Schade. Auf ein neues. Na, oh, wirklich? Wirbelwind. Das war's? Oh, was ein Arschmove. Huiuiui. Er ist von großem Wert. Na dann. Bestimmt Pokémon in Entwicklung. Was zum Teufel bist du? Ach, das sind diese komischen Bienendinger. Ein Wommel. Oder sowas wie eine Art Kolibri, glaube ich. Habe ich noch nicht. Kann ich mir mal holen. Ich probiere es mal damit. Hoffentlich one-shottet das nicht. Das ist nicht nett. Na super. Ne? Darf ich auch irgendwann mal angreifen? Ja. Yep. Okay. Vielleicht sollte ich nicht direkt aufs Ganze gehen. Aber viel schwächere Attacken habe ich nicht, daher. Ich kann versuchen, es direkt zu fangen. Wasser und Käfer. Sieht aus wie Käfer, tatsächlich. Super. Der Wommel wurde gefangen. Nee. Oh, Mann. Der hat nicht mehr rechtzeitig umgedreht. Ich glaube, das ist Unlicht und Eis oder sowas. Unlicht, Eis, kommt das hin? Müsste. Sehr gut, Garados, du machst das.
Aha, Beleber. Spiel muss mich kennen. Ja, ist doch gut. Achtmal. Was auch immer da drin ist. Hat Bock. Oh mein Gott. 11 Mal. Okay, ich höre auf. 11 Bären von einem Baum ist schon... Da muss man schon Glück haben. Ja, ist doch gut jetzt. Was haben wir denn da? Einen von deiner Sorte habe ich schon mal besiegt. Kramor. Wieder Level 50 oder 40 sogar diesmal nur. Dann... Ja. Wo bist du damit? Das ist nämlich noch anfälliger gegen Feuer. Sehr schön. Mach ihn weg. Okay, was ist das? Das ist einfach nur ein blauer Ball, der da schwimmt. Nicht der schon wieder. Oh, einen ganzen Pokéball. Kriegt mich nicht. Hier gibt es komischerweise keine Dynamax-Raids. Ich glaube, die muss ich hier erschaffen selbst, oder? Okay, warum ist es hier so ruhig? Was bist du denn? Tauchen aus dem Gras einfach so... Karadonis. Oh, das ist Kampf. Nicht zu hart, nicht zu hart. Oh. Oh, oh, oh. Das hat wehgetan. Daher auch der Beleber. Ne? Ich verstehe schon. Nein, nein. Wow.
Ach komm. Hä? Komm schon. Du Scheißvieh. Kann doch nicht sein. Fang ihn. Ich warne dich. Glück gehabt. Beleber brauche ich trotzdem. Ich habe überlegt, mal wieder ein paar Pokémon auszuwechseln, damit ich mal neue mache, die ich aufs Maximum mutieren lassen kann. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt. Garados und Chimsex werde ich auf jeden Fall in meinem Team lassen. Monte Carlo überlege ich, ob ich den temporär rausnehmen soll. Den hier will ich auf jeden Fall hochleveln. Also der soll sich entwickeln und der hier unten. Und dann muss ich mal gucken. Das heißt, der müsste sich eigentlich entwickeln können. Was ist denn der für eine Nummer? Wo steht denn das? Ist hinterhältig, ja. Vielen Dank. Hä? Sehe ich das nicht, oder? Ich sehe die Nummer von dem... Hä? Ich sehe die Nummer vom Pokémon nicht, was so ein Pokédex-Nummer das hat. Da muss ich es halt suchen. Ja, genau. Da soll es hin. Da soll es hin. Also. Okay. Wo ist das denn?